Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Uni hier und herzlich willkommen zum ersten Spider-Man Miles Morales Let's Play. Ja, Freunde, heute geht es endlich los mit der neuen Spider-Man-Reihe auf der PlayStation 5. Den Vorgänger davon habt ihr ja unnormal gefeiert, den habe ich hier auch als Remastered-Version drauf gespeichert. Ist auch schon über anderthalb Jahre her, als wir das Let's Played haben. Und ja, dieser Teil geht mit dem lieben Miles weiter und wir zocken das Ganze heute exklusiv auf der PlayStation 5. Und ich bin mal gespannt, was da für eine Grafik sein wird, wie das Spielerlebnis sein wird. Lasst auf jeden Fall einen dicken Daumen nach oben, dass wieder die 10.000 Likes auf die erste Folge sehen. Spider-Man ist wieder back. Ich hoffe, ihr habt Bock auf diese Let's Play-Reihe und es wird hier gerade unnormal durchgezogen. Morgen kommt natürlich auch wieder Little Hope, also immer im 1-2 Tagesabstand werden die Sachen hochgeladen, Leute. Lasst ein Abo da, checkt Insta aus und meinen Twitch-Kanal und ich würde sagen, Miles ist auf jeden Fall ready, reinzustarten in die Welt von Spider-Man. Oh mein Gott, da war Uncharted, Nathan Drake, Last of Us. Bruder. Ey, war das vielleicht Andeutung auf Uncharted 5? Insomniac Games. Boah, Digga, das Spiel wird so geil werden. Yeah, kille die billige Bitch. Marvel ist am Start, rasiert wieder hart die Szene. Peter Parker ist da. Und deine Mutter auch. Scheiße. Möchtest du eine Zusammenfassung der Ereignisse ansehen, die zu diesem Moment geführt haben? Ja, würde ich schon sagen, damit wir wieder so einen kleinen Flashback bekommen, was vorher geschehen ist. Ich muss nur aufpassen wegen der Musik hier in dem Spiel. Das ist das Problem. Die muss ich gleich auf jeden Fall leiser stellen. Möchtest du die Untertitel aktivieren? Ja, mach mal. Lief mein Leben eigentlich normal. Ich lebte am besten Ort überhaupt. Brooklyn, natürlich. Hatte zwei coole Eltern und stand total auf Wissenschaft und Superhelden. Alles änderte sich, als mein Vater beim Anschlag auf das Rathaus stand. Stimmt, erinnert ihr euch noch? Ich konnte nicht fassen, dass er tot war. Aber Peter Parker und seine Tante May waren für mich da. Und auch Spider-Man, der, wie ich später erfuhr, Pete ist. Verrückt, was? Als dann die Teufelsatemkrise begann, wurde es heftig. Die ganzen Spidey-Superschurken tobten sich aus. Ich habe ihnen geholfen, so gut ich konnte. Und danach dann, ob ihr es glaubt oder nicht, biss mich eine Spinne und alles wurde anders. Damit man sich keine Sorgen macht, ging ich zu Pete. Und jetzt sind wir offiziell Spider-Bros. Er hat mich trainiert und so langsam habe ich den Dreh beim Netzschwingen wirklich ganz gut raus. Ich versuche noch, das mit allen anderen Verpflichtungen unter einen Hut zu kriegen. Schule, Freunde, den Umzug. Ich bin vor ein paar Wochen nach Harlem gezogen. Aber ehrlich, ich kann kaum erwarten, was die Zukunft bringt. Mein Gott, wie nice ist das denn? Die Grafik sieht aber auch sehr, sehr gut aus, ey. Geil! Was ein Intro, Digga. Sony macht echt die geilsten Games, muss man einfach sagen, Digga. Uncharted allein, Last of Us, Spider-Man. Einfach nur unglaublich und wir starten jetzt rein in dieses Game, Leute. Let's go. So, Schwierigkeit unglaublich ist für Spieler, die ein ausgeglichenes mit Herausforderern. Na, machen wir mal unglaublich, Leute. Komm, wir wollen es nicht zu einfach haben, wir wollen es aber auch nicht zu schwer haben. Deshalb machen wir mal unglaublich und der chillt hier einfach in der Bahn. Was bisher geschah, hatten wir schon. Okay, wir stellen alles ein, Leute, und starten rein. Let's go. Es geht los, Leute. Vorhin kam übrigens auch noch Call of Duty online. Alter, die Grafik sieht schon aber echt nice aus, ne? Sitzt in der Wahlkampfzentrale. Was kannst du einkaufen? Ich schicke eine Liste. Alter. Ja, ich müsste aufpassen mit der Musik, Digga. Jetzt läuft wieder Musik hier, ey. Scheiße, eigentlich Musik ganz ausmachen. Das ist das Problem, Leute. Ich muss jetzt die ganze Zeit reden, wenn Musik läuft, weil sonst wird das Video wieder gesperrt. Das Problem hatte ich schon mal bei Little Hope gehabt. Ich hoffe, das wird hier diesmal nicht so sein. Rio Morales. Okay, yeah. Ja, wir müssen die Musik eigentlich ausmachen. Oha. Bester Mann, der hilft eben kurz. Eigentlich könnte das auch mit einem Finger safe machen. De nada, nicht zu danken. Oh, 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 oh. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Was sagt ihr zur Grafik, Leute? Das sieht schon nice aus, ne? Man kann irgendwie einstellen, 60 FPS dafür schlechtere Quali oder 30 FPS dafür bessere Quali. Schwierig. Müssen wir mal gucken. Hey, danke. Kein Problem. Hey, malen Sie den neuen Spider-Man auch noch? Der Kleine? Ja, vielleicht. Das Original sagt mir mehr zu, okay? Klar. Hey, ist Theos Bodega hier in der Gegend? Ja, das gelbe Schild im Block runter. Nicht zu verfehlen. Danke. Tolle Arbeit übrigens.
Aber lassen Sie etwas Platz für den Neuen. Man weiß ja nie. Ja, sieht schon echt gut aus. Und wir zocken nicht mal auf einem 4K-Monitor. Der Konvoi fährt früh los. Pete hat geschrieben. Boah, sieht das nice aus, ey. Was eine Grafik, ey. Okay, Leute, jetzt geht's, glaube ich, gleich los. Oh mein Gott, es geht los. Heilige Scheiße. Woo! Boah, guckt euch das Wasser an. Hey, Pete, ich bin gleich da. Oh mein Gott. Hab ich den Konvoi verpasst? Noch nicht. Ein paar Häftlinge fehlen noch. Alter, wisst ihr, wie das anfühlt? Wirklich gut. Wisst ihr, wie sich das anfühlt, das Leute? Das sieht schlimm aus, aber sicher ist das. Solange sie wenigstens die Oktopuslöcher gestoppt haben. Hoffentlich. Okay, ich komm näher. Bin gleich da. Boah. Ich sag Mom, dass ich später komme. Das sieht krank aus, Leute, Alter, ehrlich. Hey, hast du meine Einkaufsliste? Hey, Mom. Ja. Aber in der Bodega gab es keine Kokosnussmilch. Boah. Ich schau noch mal woanders. Alter. Oh, danke. So, und genießt mal jetzt den Ausblick haben. Wieder hier, dieser ey, Mama. Dieser Gefängniskonvoi sorgt dafür ein Verkehrschaos. Oh, ja. Gute Idee. Ey, hab ich das schon mit, wieder hier zu schwingen, ey. Mann, Mama mia. Wie schafft das Pete mit seiner Geheimidentität? Mich macht das total fertig. Netzschwung, okay. Zack, zack, komm, wir schwingen jetzt erstmal noch zusammen dahin. Ich habe das ja damals immer so ein bisschen übersprungen, aber es ist die erste Netzfahrt, die wir hier haben. Alter, das sieht schon echt sehr geil aus. Das ist aber jetzt, glaube ich, nur 30 FPS. Wir können auch mal in 60 umschalten. Dann wird die Qualität aber, glaube ich, ein bisschen schlechter. Ich dachte, ich zeige euch erstmal den vollen Grafikvergleich hier. Und man kann das auch in 4K zocken, Leute. Aber ich glaube, auf YouTube macht das keinen Sinn in 4K, Leute, oder? Weil die meisten von euch gucken, glaube ich, eher am Handy. Und da sieht man nicht so den krassen Unterschied zwischen 4K und 1080p. Zumal ich habe ja auch selber noch keine 4K-Monitore und kann selber nicht mal in 4K zocken. Also wenn man in 4K zockt, ist das Ganze auf jeden Fall nochmal ein deutliches Ticken krasser, denke ich mir. Weil ich finde, das sieht schon sehr gut aus, aber seht ihr da einen riesen Unterschied zu dem letzten Spider-Man, okay, was wir gezockt haben? Bleib cool. Schon geil, du aus. Hilfst Spider-Man, einen Gefängniskonvoi zu schützen. Okay. Du schaffst es. So. Einatmen, ausatmen, bleib cool. Ja, Mann, geil. Das kennen wir noch. Nice, nice. Ich hoffe, es macht nur keine Probleme mit der Hintergrundmusik. Das ist das Einzige, bevor ich ein bisschen Angst habe. Aber sollte schon nicht. So, könnt ihr mal reinschreiben, Pete, ob ich die Facecam auslassen soll? Bist oder? Du hier? Oh, scheiße. Ich brauche noch etwas Treibstoff. Wie kannst du so trinken? Ganz, ganz vorsichtig. Okay, los geht's. Helix 2 unterwegs mit schwerer Ladung. Verstanden, Helix 2. Wir haben sie erfasst. Das ist eine große Sache. Muss es auch sein. Hunderte sind letztes Jahr aus dem Raft entkommen. Es wird Zeit, sie zurückzubringen. Die Polizei geht kein Risiko ein. Besonders nicht mit unserem Ehrengast. Boah, der Controller fühlt sich so nice an, von der Vibration, von allem. Ist einer von Helfern da drin? Glaub schon. Vielleicht Vulture, vielleicht Scorpion. Vulture, den kennen wir noch. Vielleicht Vulture. Jemand Größeres? Okay. Leute, nimmt den Like-Button auseinander. Das ist einfach nur zu krank. Warte, Mike, lass mich. Ich schaff das, Pete. Keine Sorge. Miles nicht! Oh oh. Der Kleine ist übermotiviert. Das ist sicher. Ja, merke ich, wie sicher das ist. Bruder reagiert nicht. Achtung, gleich knallt's. Ach du Scheiße. Mitten in die Menschenmenge. Helix 2 ist unten. Keine Verletzten. Ladung ist beschädigt. Einsatzteam kommt. Durchhalten, Helix 2. Pete, tut mir leid, Mann. Das wollte ich. Ist okay. Wir schaffen das. Wir müssen das nur im Griff haben. Oh oh. Ist da ein neuer Rhino drin? Jetzt kommt wieder der. Was ist passiert? Was zur Hölle ist denn da drin? Hallo. Oh mein Gott, wirklich Rhino. Den gibt's ja immer noch. Ach du Scheiße. Wir
Oh oh, jetzt kommen die ganzen Gefangenen raus. Miles, ich nehme Rhino, aber du musst die Ausbrecher aufhalten. Okay, aufhalten. Mach ich. Okay, für einen Netzschlag. Woo! Boom! Boah, was für Bewegungen, wie geil das aussieht. Im Kreis weichen wir aus. Bam. Heli war super kleiner. Sieht das krank aus, Chat. Leute, was sagt ihr? Zack. Okay, das ist schon nochmal ein Ticken krasser als auf der PS4. Also gut. Sehr krank. Wie läuft's da draußen? Wenn der auf den Boden knallt, der Controller ist so am Vibrieren gestört. Man merkt ja auch wieder diesen Widerstand, ähnlich wie bei Call of Duty. Ich hatte fast alle. Oh oh. Drücke, um Gegner einzuspinnen. Ah, okay. Dack, dack, dack. Ah, geil. Ist ja auch richtig nice. Ich und nach unten zum Heilen. Ich muss die Kontrolle zurückerlangen. Zack, zack. Bam, bam. Boom. Wow. Ausweichen, wichtig. Das war wichtig. Oh, es gibt ja noch diesen Sport. Oh, oh, guck mal, Rhino ist voll am Durchdrehen. Da. Oh, wie geil die Sonne hier reflektiert auf dem Boden. Mann, der ist einfach zu gut. Nein, komm. Triff mich hier. Scheiße, hab mich getroffen. Ganz ehrlich? Irgendwie erschreckt. Oh, wow. Perfekt, Moment, ausgewichen. Zack, zack. Ausweichen und runter. So nah war ich noch nie an dem Großen dran. Wow. Echt irre. Bam, bam. Wirklich. So nicht so. Shit. Das war krass. Man muss perfekt im perfekten Moment Kreis drücken. So, und zack, auf deinen Kopf drauf. Wow. Erstmal wieder reinkommen mit der Steuerung. Ich kann mich noch ein bisschen an die Steuerung erinnern vom letzten Spider-Man. Bam. Wir haben alle Waffen, alles, Mann. Miles, ich brauche Hilfe hier oben. Hast das? Nacht. Meine Festtagsstimmung ist dieses Jahr ein bisschen drüber, Alexei. War krankes Intro vom Game. Ach du Scheiße! Mann! Oh Mann, was machen wir denn jetzt? Wie der durchzieht, ey! Das ist nicht gut. Halt immer einen zu Punkt, schwingt. Wow! Wie nice war das denn gerade? Was eine Quali, ne? Ehrlich, was eine Quali. Die PlayStation ist auch so leise, man hört einfach gar nichts. Wow. Wenn der Schlimmste eine miese Schlagzeile ist, haben wir Glück. So, komm. Zack, mit X weiterspringen. Stimmt die Abkürzung. Weiter, weiter. Spring. Oh, Mist, das Winterfest. Geht. Ich krieg langsam ein übles Gefühl, Mann. Nicht gut, nicht gut. Nicht sowas. Wir werden ihn aufhalten. Wir müssen zusammenarbeiten. Wo wir gerade rennt durch die ganze Stadt, Mann. Wie schnell rennt er? Schneller als Talisca in FIFA. Ja, ich helfe dir. Bringt auch nichts, den abzuballern. Okay, Pete. Ich mach das. Mal los, Cowboy. Kleine Spinne! Oh, die armen Menschen! Ach, Scheiße! Junge, was geht hier ab? Alter, was ist das für ein krankes Intro, Leute? Guckt euch das mal an! Alter, das ist einfach hier im Einkaufszentrum! Ach, du Scheiße! Oh, oh. Aufpassen. L2R2. Das arme Kind, Mann. Oh mein Gott. Gern geschehen. Dreieck. Man muss genau drücken, wenn das da steht. Sehr stark. Bam. Stell dir vor, der Spider-Man ist mit so krank. Einer von beiden wechselt zur bösen Seite und dann kämpfen die gegeneinander oder so. Die letzten sechs Weihnachten saß ich hinter dicken Stahlmauern. Ey, einfach Weihnachten. Perfekt gemacht, dieses ehrlich. Jahr will ich Spaß haben. Er ist eine Plage. J. Jonah Jameson. Er ist eine lahme Plage. Einfach J. Jonah. Du bist der beste Mann, der Typ. Er ist eine Schwachköpfige. Jonah, sieht gut aus. Sehr festlich! Plage! Eine schwache, tückische, irre Plage! Jonah!
Genau hier! Er ist zu krank, ne? Es macht so Bock gerade, ehrlich. Miro, Donner ist das. Es ist ach, Scheiße, es ruft der Sohn noch an. Hey, der Sohn, Mom. Die Mutter. Ja, Kokosmilch. Danach suche ich immer noch. Das ist ein echtes Abenteuer. Ja, tut mir leid. Ich will die Bahn noch kriegen. Mira, Miro, lüg mich nicht an. Und die Mädchen kommen nach Hause, bitte. Sima, te quiero mucho. Hab dich auch lieb. Jetzt oder niemals! Wir müssen ihn stoppen! Schon unterwegs! Kommt sie durch! Junge, wie schnell ist der denn bitte, Mann? Wir müssen ihn erledigen! Schnell! Jetzt, stopp ihn! Wie machen wir das? Drehen wir die Heizung auf! Ach du Scheiße! Oh, schlecht, schlecht, ganz schlecht! Du Kacke, nein! Du Scheiße! Pete, bist du okay? Oh mein Gott! Ey, wie krank diese Explosionen nein. aussehen! Oh nein, 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 nein! Alles klar! Ich hab ihn! Bin gleich da! Mach dich bereit! Okay. Ja. Ganze Strom fällt aus, alles! Eine Minute! Oh oh! Jetzt kommen die auch noch! Junge, was ist das für ein krankes Intro, Leute? Oh shit. Zack, bam, bam. Beim nächsten Konvoi nicht mit Panzerfäusten auflaufen. Vielleicht am besten nirgendwo. So, erst noch mal alle platt hier machen. Zack, haut ihm auf die Fresse, gedrückt halten, werfen. Oh, Rhino ist wieder da. Nein. Reiß, ausweichen, zack, zack. Alles noch schlimmer. Mann, ich will euch doch helfen. Am Ende stellt sich die Polizei gegen uns. Ich sehe schon kommen, ne? Junge, man muss jetzt mal wieder klarkommen. Oben sind noch mehr. Bam, erstmal runterkicken und der ist eh weg. Eine erfolgreiche Combo. So, was? Auszuführen. Ziele 15 Treffer. Okay. Finisher bereit. Ach ja, stimmt. Olle. Boah, wie. Was für Bewegungen hier. Oh oh. Zack. Polizei. Boah, jetzt Fallrückzieher! Ich will noch mal kurz schnell was gucken, Leute. Wenn man hier auf 60 FPS stellt, ob das einen Unterschied macht, das würde ich mal gerne wissen. Bei Grafik machen wir mal jetzt hier Grafikmodus auf Leistung angestellt. So, und dann gucken wir mal, muss den Kontrollpunkt neu starten. Okay, dann machen wir das nächste Mal einfach. Für die nächste Folge, dann könnt ihr mal den Unterschied sehen. Und dann ist es, glaube ich, noch flüssiger vom Bild her. Aber es sieht jetzt schon sehr geil aus, ehrlich. Das sieht so unnormal gut aus. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, falls ihr neu seid. Das Spiel wird jetzt auch jeden zweiten Tag kommen, solange Little Hope kommt und vielleicht danach sogar jeden Tag. Ja, wir schauen einfach mal, wie wir hier durchkommen werden. Oh oh. Oh oh. Komm, schnell, schnell, schnell. Erstmal wieder klarkommen mit der Steuerung. Bam! Wir sind im Zirkus. Oh shit, wo kommt der denn wieder her? Netzschlag. Bam. Was geht denn hier, ey? Junge, was ist das für ein krankes Intro, Alter? Das ist ja einfach wie. Das ist wie ein Film gerade, den man selber spielt, oder Leute? Seid mal ehrlich. Komm, Miles. Finisher bereit, zack. Und boom! Boah, diese Kicks. Oh. Wieso ist denn dieser Ding so stark auf einmal? Pete! Halt durch! Mann, halt durch! Wieso ist der auf einmal so stark? Spider-Man, der Rhino. Alles klar? Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Shit. Pete. Pete. Ach du Scheiße. Pete, wach auf. Wach auf. Wach auf, Mann. Oh mein Gott. Wach auf, Mann. Dieser Spider-Man ist kaputt. Ich möchte ihn gerne umtauschen. Ah, der ist doch gut. Oh oh. Ach, Miles, verschwinde hier. Nein. Hau, endlich. Oha. Was macht er denn dafür? Das, oh mein Gott. Woher hat er das denn hergeholt?
Was war das denn? Was war das? Auf einmal hat er so einen Blitzschlag gehabt. Venom-Schlag? Oh mein Gott, was ist das denn? Venom-Schlag verursacht beim Aufprall Venom-Schocker. Venom-geschockte Gegner erleiden durch Basisangriff für zusätzlichen Schaden. Du benötigst Venom-Kraft, um Venom-Schlag auszuführen. Baue Venom-Kraft auf, indem du Gegner angreifst oder ihnen ausweist, okay? Wie mach ich das überhaupt? Digga! Venom, Alter, stell mal vor, der wird später zu Venom. Oh oh. Du überlebst und dein Band so erstirbt. Oh oh. Du redest Wörter, die länger sind als Krach und Boom. Wer hätte das mach gedacht? Den Platt. Oh oh. Komm, wirf wieder auf mich. Oh. Das ist so krank, dieser Schlag, ne? Ehrlich. Was stellt der mit dem an? Einfach stärker geworden als der Meister selbst. Eieiei. Oh. Ach du Scheiße. Oh oh. Oh. Scheiße, ich glaube, ich brauche wieder diesen Rhino. Dieser Rhino. Ein blutiger Gegner. Leider. So, Venom Schlag. Bam, 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 bam. Was macht so Bock damit zu zocken, Alter? Auch mit dem Controller, dieses Feeling ist einfach zu heiß. Du hast die halbe Stadt zerstört. Ist dir das egal? Echt die halbe Stadt zerstört. Es kommt mir vor wie Anakin und Obi-Wan, Alter. Er ist Anakin und hat auf einmal diese kranken Kräfte. Das ist gestört, ey. Miles komplett am Durchdrehen. Aufpassen, sein Leben. Wenn ich gegen dich antrete, dann ist das wie... Wow. Wie heißt das noch? Tontauben schießen! Bam! 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 Nein! Nein. Finisher bereit! Komm, Finisher! Ich oh mein Gott, wir hatten den Finisher! Boah, wow, der dreht gerade komplett am Rad! Beschuldig dich doch mal, hallo! Beruhig dich mal, was ist los mit dem? 1, 2 und 3. Und jetzt? Jetzt gibt's den Finisher, mein Lieber. Jetzt gibt's den Finisher, Rhino. Keine Ausbrüche mehr. Bitte. Oh mein Gott, mein Leben. Wir müssen aufpassen, unser Leben ist noch weg. Ich bin ein Freigeist. Niemand sperrt mich ein. Oh shit, oh shit. Wie viel Leben hat der denn bitte, Mann? Ist doch nicht normal. Bam! Bam! Jetzt haben wir ihn, oder? Ausweichen. Junge, was ist das für ein Schlag? Heilige Scheiße. Wurde auf einmal zum Super Saiyajin. Super Spidey. Zum Super Spidey wurde er. Lebst du noch? So halb. Scheiße. Da jetzt. Jungs? Wow. Simon Krieger? Echt? Wow. Nein! Oh mein Gott, nein! Simon Krieger, Leiter der Forschung bei Roxxon Energy. Ey, wisst ihr, wie der aussieht? Ohne Spaß. Der sieht wirklich aus wie aus Spider-Man 3, der Typ, der zu Venom wurde. Genau wie der Schauspieler, der hat voll die Ähnlichkeit mit dem. Die den Film gesehen haben, Spider-Man 3 mit Tobey Maguire, die wissen jetzt sofort Bescheid. Ich weiß nicht, ob der das ist, aber... Ey, wenn das wäre zu krank, wenn das passiert, Alter. Wenn jetzt hier noch Venom kommt und so, tschüss. Ein Vergnügen. Gleichfalls. Sorry. Unser Ball ist in Ihrem Hof gelandet. Nein, das kommt uns ganz recht. Wir haben das hier gerade gekauft und wollten es sowieso abreißen. Aber ihr seid uns zuvor gekommen. Also vielen Dank. Euch beiden. Rhino ausschalten? Alleine? Du wirst es noch weit bringen. Danke, aber er ist noch gefährlich. Nein, wir übergeben ihn der Polizei. Wisst ihr, ich dachte, unsere Jungs seien zu viel des Guten. Aber dann passiert sowas hier. Oh, die Pflicht ruft. Hey, es war toll, euch kennenzulernen. Eine strahlende Zukunft. Hallo? Er hat recht. Verschwinden wir. Und überlassen das der Polizei. Also... Ja. Danke. Ja, okay. Vielen Dank. Oh mein Gott, Digga. Wie krank war das bitte? Was war das für ein Intro? Ich weiß nicht, ob das der Typ ist, aber der sah...
auf den ersten Blick ähnlich aus. Ich muss zugeben, ist eine dicke Pizza. Ich bin neidisch. Hey. Was eine Riesenpizza? Ich bin längst nicht wie das Original. Also testen wir das morgen? Mal die Spannung messen? Oh Mann. Ja, sorry. Ich wollte es dir längst sagen. Ich bin erstmal nicht da. Die nächsten paar Wochen. Ist das einer von deinen Witzen? Nein, MJ ist für den Bugle im Ausland und will mich als ihren Fotografen. Das wird eine Art Arbeitsurlaub für uns. Oh, Mann. Hey, ich weiß nicht, ob ich das alleine schaffe. Heute habe ich echt Mist gebaut mit dem Helikopter. Aber dann hast du abgeliefert. Du warst meine Rettung, Miles. Ich hatte Glück. Hey, ich habe das 8 Jahre ohne Backup gemacht. Und du kannst mir glauben, ich habe viel Mist gebaut. Aber so lernt man. Was ist das? Weihnachtsgeschenk. Aber zuerst legst du den Eid ab. Oh. Safe, neuer Anzug. Okay. Das ist der kranke Spidey-Anzug. Ich schwöre, alles in meiner Macht Stehende zu tun, um die Stadt zu schützen. Ich schwöre. Das war's? Ist das ein echter Eid? Natürlich. Sowas denke ich mir doch nicht aus. Dann bis demnächst, Spider-Man. New Yorks einziger Spider-Man. Ich bin New Yorks einziger Spider-Man. Ich hab schon voll so eine Story im Kopf, Alter. So, Peter macht Urlaub. Auf einmal kommt er zurück und die ganze Stadt ist verwüstet. Und er ist böse geworden und so. Darauf habe ich voll Bock, Digga, dass irgendeiner böse wird. Einfach nur krank, Digga, wirklich. Also das war ein echt sehr, sehr, sehr krankes Intro. Nett, sehr gut abgeschlossen, perfekt. Krank, 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 Freunde. Und ja, damit würde ich sagen, sind wir am Ende der ersten Folge angekommen. Wir sind aufgestiegen in Stufe 2, haben jetzt hier noch einen Fertigkeitsbaum, wo wir hier Sachen machen können. Du wurdest hochgestuft, wir können hier Sachen upgraden mit den Fertigkeitspunkten, wie wir es auch von den damaligen alten Teilen kennen. Wir haben hier Venom-Fähigkeit, Kosten 1, dann haben wir diesen Schlag nochmal mit Schmetterschlag, könnt ihr sehen. Ja, einfach nur krank, Leute. Und damit würde ich sagen, ich verabschiede mich, ich speichere an dieser Stelle und damit sehen wir uns übermorgen bei der nächsten Folge wieder. Nimmt wie gesagt den Like-Button auseinander. Ich will die 10.000 Likes sehen auf dieser ersten Folge. Einfach nur zu krank, Leute. Und übermorgen geht's weiter. Checkt alles weitere in der Beschreibung ab. Euer Öni ist raus. Macht's gut, Leute. Haut rein und ciao.